Am Spiel 60 München 2 gegen Pullendorf, Endstand 1:1. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Henry Pöngelsson vom SC Pullendorf und Bernhard Winkler von 60 München. Unserem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Ja, ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Ich glaube, gleich in der ersten Minute gleich eine gute Chance gehabt. Dann auch gleich wieder im Gegenzug für 60, aber sonst bin ich mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Die hat sehr gut gespielt. Wir haben auch drei Chancen gehabt, wo relativ gut waren, gut ausgespielt waren. Kopfballchancen haben wir leider nicht reingebracht. Gerade zum zweiten Halbzeit auch wieder gut begonnen. Dann dieser Lattentreffer und dann vor dem leeren Tor wieder den Ball nicht über die Linie und gleich im Gegenzug ein Abstoß, wo nicht so weit geht, wird abgefangen und Konter 1:1 und danach haben wir ein bisschen den Faden verloren, sind dann auch wieder im Kämpferischen, wollten man natürlich körperlich oder kämpferisch dagegen halten, haben wir auch gemacht. Natürlich ist da immer Risiko, wenn wir schon bei den Sechs haben beide gelbe Karten gehabt und waren mir schon Angst und Bange, dass da was sein könnte, ist auch so gekommen, gelb-rote Karte, ein Mann weniger, dann fast eine Viertelstunde oder ein bisschen mehr. Und dann das über die Zeit zu bringen, war halt ein Kampfspiel und mit der Leistung von meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Dankeschön. Bernhard, auch von dir ein paar Worte bitte. Ja, also ich kann dem Helge nur recht geben, was die erste Halbzeit betrifft. Da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das, was wir uns heute eigentlich vorgenommen haben, aggressiv den Gegner in die eigene Hälfte zu drücken, haben wir überhaupt nicht geschafft. Also Spieler konnten das leider nicht umsetzen und waren viel zu weit weg von den Gegenspielern, so kann ich halt im Heimspiel nicht auftreten. Da kann da auch keinen Druck aufbauen. Und haben uns dann etwas nett unterhalten in der Halbzeit und es ist dann besser geworden. Und so stelle ich mir das dann auch vor. Fußball ist ein Laufspiel, man muss aggressiv die Laufwege im Sprint absolvieren. Dann komme ich auch vors Tor, das haben wir dann auch ein paar Mal geschafft, sogar das eine oder andere Mal in spielerischer Form. Haben dann, wie gesagt, das 1:1 gemacht und waren eigentlich drauf und dran, noch ein Tor zu machen, wobei, wie gesagt, wie der Kollege gesagt hat, wir hätten auch noch in Rückstand geraten können. Und wie gesagt, mich hat nur eins gewundert in der ersten Halbzeit, die Situation vom Elfmeter, das konnte der Schiedsrichter auch nicht dann beantworten, was jetzt wirklich war. Er hat gesagt, das war ein Foul. Ich fragte ihn, von wem? Von unserem Torwart oder von einem Feldspieler, dann sagt er nur von einem Spieler von 60. Also wie gesagt, ich konnte es nicht auflösen. Das weiß nur er und das wird auch sein Geheimnis bleiben. Ansonsten bin ich natürlich mit dem Punkt nicht zufrieden im Heimspiel, aber wir haben heute auch eine große Chance liegen lassen, dass wir uns richtig oben festsetzen, weil unsere Konkurrenten zu Hause gepatzt haben, verloren haben ihre Spiele und deswegen haben wir quasi 2 Punkte heute liegen lassen, aber nichtsdestotrotz, wir sind nach 5 Spielen ungeschlagen. Das hätte ich sicherlich nicht gedacht mit den vielen neuen Spielern, die wir dieses Jahr eingebaut haben. Und deswegen bin ich trotz allem sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Danke. Danke, Bernhard. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja, Matthias. Nachdem in dem Spiel einige Situationen waren, die zu besprechen, dann beide Trainer eben vielleicht mal, ich meine, den Elber hatten Sie schon angesprochen, Herr Winkler, gibt es hier, glaube ich, im ganzen Raum niemanden, der erklären kann, was eigentlich vorgefallen ist? Also ich glaube, es war ein Foul, vom Busmann. Unser Torwart hat er Vorteil gegeben und dann hat der Spieler den Ball runtergebracht, wobei ich jetzt, ganz ehrlich gesagt, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, weil er wäre da auch nicht mehr hingekommen, weil unsere Spieler den dann irgendwie von der Linie geklärt haben. Aber ich glaube, so am ehesten noch was gesehen. Okay, da kommen wir jetzt irgendwie. Ich habe die Situation überhaupt nicht gehört. Warum der Elfmeter gesessen hat, habe ich nicht gesehen, weil war das ein Foul oder ein Handspiel. Ich habe von hinten wirklich nicht mitbekommen. Okay, also, ist Ihnen auch egal, ich verstehe schon. aber es gab eben auch noch ein Tor für euch. Ich glaube, es war zwar relativ unstrittig Anfang der zweiten Halbzeit, als der Zehner, glaube ich, war es, den Torwart, den Busmann, etwas heftig attackiert hat und der den Ball ins Tor schießt, dann klares Foul, oder? Wissen Sie? Also von meiner Sicht habe ich gesehen, dass habe ich gemeint, er hat den Ball gespielt, aber wenn der Schiri pfeift, ist es ein Foul und du musst nicht beschweren.
Okay, dann vielleicht noch die zwei roten Karten, vielleicht die, jeweils der Trainer noch zur roten Karte seines Spielers, der Gästetrainer. Ja, unsere Mittelfeldspieler spielen sehr kampfbetont und es ist immer eine Gefahr und gerade jetzt auswärts, mit so einem Foul, was er teilweise machen muss, oder auch da ein bisschen die Müdigkeit zum Schluss, das kommt vor. Also kein Vorwurf. Nein, also das gehört einfach zum Spielen. Und also auch kein Vorwurf an Schiedsrichter, die war gerechtfertigt. Das war ja okay. Okay. Herr Winkler? Nein, ich denke, es war ja auch ein kampfbetontes Spiel und es waren viele taktische Fouls im Mittelfeld. Fuldenauer Spieler haben welche gemacht, unsere Spieler haben welche gemacht. Und deswegen war es sicherlich berechtigt. Unsere Karte vom Mädchen Eichel war eine klare rote Karte, er ist wegen gestreckten Beinen in den Gegner rein. War sauer wegen dieser einen Situation vorher, wo der Bischindler im Mittelfeld, glaube ich, auch im Gegenzug gehindert worden ist. Und da war er ziemlich erhitzt. Aber das war eine klare rote Karte und darf ihm als erfahrener Spieler natürlich nicht passieren, so ein Foul. Weil wer weiß, was wir die letzten paar Minuten hätten noch aufbauen können, wenn wir doch zur Elf gewesen wären. Also das war natürlich eine Aussetzung von ihm und war nicht clever. Okay. Damit kann man Hakenhälfte machen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Keine, dann darf ich die angesprochenen Ergebnisse noch verkünden.